Herzlich willkommen zu dieser Einheit Lernvideo. In dieser Einheit Lernvideo möchten wir über Videos sprechen, wie wir sie im Unterricht einsetzen können, die Planung, wie der didaktische Einsatz ist und warum das eigentlich ein so wesentliches Thema heute ist. Lernvideos grundsätzlich können sehr vielfältig eingesetzt werden. Das ist also die Palette ist also vom eigentlichen Selbststudium für das Online-Studium. Sie können sie im Unterricht verwenden als Lehrer und Lehrerin zur Vorführung, zur Präsentation. Im Wesentlichen gibt es einmal folgende Einsatzformen. Das erste ist das klassische Livestreaming. Das heißt, also ich würde jetzt hier stehen und Sie könnten mich gleichzeitig live auf YouTube verfolgen zum Beispiel oder auch im Fernsehen. Das heißt, also das wird direkt 1:1 weitergegeben, ist also live. Dann gibt es eine sogenannte Live-Videotechnik als Einsatzform. Darunter verstehen wir, wenn Sie zum Beispiel mit einem Tablet arbeiten und gleichzeitig dieses Video auf den Projektor übertragen wird. Also man gleichzeitig sieht, also was Sie zum Beispiel hier schreiben oder annotieren und so natürlich also auch vielleicht die Visualisierung von etwas verdeutlichen. Also man könnte auch sagen, das ist der Ersatz der Tafelschrift. Als nächste Einsatzform ist die Möglichkeit, die man heute hat, ist die Integration von Experten und Expertinnen in den Unterricht. So können Sie sich sehr einfach vorstellen. Sie verwenden zum Beispiel Skype, rufen also Martin Ebner an und sagen, Martin Ebner, können Sie meinen Schüler und Schülerinnen erklären, wie man zum Beispiel Videos verwendet. Ja? Und dann könnte man live mit mir sich austauschen und so also den Experten, die Expertinnen in den Unterricht holen. Klassisch gesehen sind Videos sehr oft als Nachbereitung im Einsatz. Das machen wir zum Beispiel auf den Universitäten sehr oft. Das heißt, wir zeichnen zum Beispiel unsere Vorlesungen, Übungen und so weiter auf, stellen das als Video zur Verfügung und Studierende können das als Nachbereitung verwenden beziehungsweise als Prüfungsvorbereitung. Dann natürlich, also dagegen, das Gegenteil zur Nachbereitung ist natürlich die Unterrichtsvorbereitung. Das gibt ein didaktisches Konzept, das heißt zum Beispiel Flipped Classroom. Hier sieht man es so vor, dass ich als Lernender zu Hause ein Video vorbereite, vielleicht also den Stoff, den ich auf der Tafel bringen wollte, der mehr oder weniger eh ein Monolog gewesen wäre, aufzeichne, entsprechend aufbereite, den Schüler und Schülerinnen und den Studierenden nach Hause mitgebe und sage, statt einer Hausübung, bitte schaut sich das zu Hause an, denkt das durch, diese 15, 20 Minuten und kommt dann vorbereitet in den Unterricht. Und im Unterricht drehen wir das jetzt um, machen also nicht mehr den eigentlichen Lernstoff, sondern wir üben. Wir üben quasi die Hausübung, die es also früher zu Hause rechnen war, im Unterricht, weil wir wissen, wenn man also selber das tut und macht, dann kommen die Fragen also auf. Und das nennt man heute als sogenanntes Flipped Classroom Prinzip. Und es gibt also schon einige wissenschaftliche Untersuchungen dazu, wo die zeigen, dass sich das natürlich sehr eignet. Natürlich und wahrscheinlich der Klassiker im Unterricht werden Sie Videos verwenden zum irgendetwas zeigen, zum Illustrieren. Dort, wo also vielleicht also ein Bild mehr als 1000 Worte sagt. Zum Üben, Vergleichen, Sie können Perspektivenwechsel einbauen und so weiter und so fort. Das heißt, heute sind Video an sich als Technologie grundsätzlich natürlich auch im Einsatz. Natürlich sind Videos, wie Sie auch hier in diesem Massive Open Online Course erleben, bei Online-Kurse mehr oder weniger das Instrumentarium, weil es also heute relativ einfach ist, solche Videos zu produzieren und natürlich also das anschaulicher ist, wenn Sie also zum Beispiel gewisse Dinge einblenden können, wie hier im Hintergrund, dann kann man natürlich Dinge viel besser zeigen und erklären, als wenn Sie vielleicht nur den Ton haben. Und eine letzte Einsatzform ist auch sehr spannend, das ist eine sogenannte Lernvideoerstellung durch Lernende. Das heißt also das sogenannte Lernen durch Lehren, indem man einfach eine Schülergruppe oder auch eine Einzelperson einfach selbst ein Video produzieren lässt und einer Gruppe erklären lässt, haben wir oft einen sehr innovativen Medieneinsatz als Vorteil, dass die Gruppe motivierter ist und dadurch selbst natürlich etwas lernt, weil es also anderen Personen erklären muss und das sogenannte Peer Learning hier aktiv wird, dass also quasi Schüler und Schülerinnen anderen Schüler und Schülerinnen etwas erklärt, was also oftmals in der Zielgruppe viel einfacher ist.
Das waren also die, grob gesagt, möglichen Einsatzformen von Videos. Und jetzt ist natürlich so, jetzt gibt es auch die Möglichkeit, wie erstellt man denn ein solches Video? Wir reden immer von sogenannten Macharten. Das heißt, welche Formen von Videos kennen wir? Welche Palette wird also heute hier angeboten? Und wenn Sie sich also durch diese Plattform iMOOCs zum Beispiel klicken, werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass also kaum ein MOOC eine sehr ähnliche Machart hat wie der andere, dass also sehr viele verschiedene Videos erstellt worden sind, weil sie sich natürlich auch verschieden eignen. Ja, also das erste und das klassischste ist wahrscheinlich der sogenannte Screencast. Screencast ist ganz was Einfaches, das heißt, also man geht her, ist eine Software, die Software läuft also meistens lokal auf dem Laptop oder auf ihrem Tablet und tut nichts anderes, wie alles, was also hier passiert, aufzunehmen. Kommt also aus der klassischen Software-Support, aus dem Software-Support mit der Idee, dass man jemanden erklären kann, also zum Beispiel, also wie man ein Programm bedient, ja, weil es einfacher ist als schriftlich. Sie kennen das, also schriftlich nachzulesen, wie Sie Word zu bedienen müssen, ist vielleicht wesentlich komplizierter, als wenn Sie sich auf YouTube ein Video anschauen davon. Und der Screencast, also ist auch für den Unterricht sehr, sehr geeignet. Ja, alles, was Sie jetzt auf dem Tablet schreiben, zeichnen, zeigen, können Sie natürlich jetzt mitfilmen. Und damit ist natürlich das Tafelbild, wenn Sie so wollen, digitalisiert. Und das Schöne daran oder der Vorteil daran ist, dass also Dinge nachvollzogen werden können. Also wenn Sie heute also ein Blatt Papier haben, wissen Sie vielleicht gar nicht mehr, wie das vor 3 Monaten entstanden ist. Und durch den Screencast können Sie also quasi Schritt für Schritt die Rechnung, die Zeichnung nachvollziehen, weil auch der Weg sehr wesentlich ist, weil der Lösungsweg entscheidend ist, was hat der Lehrer dazu gesagt. Das sind sogenannte Screencasts. Eine andere Machart ist die sogenannte Legetechnik. Legetechnik ist groß geworden durch Commonscraft, durch solche einfache Erklärvideos. Da sehen Sie also keinen Schauspieler, keine Person, sondern hier werden eigentlich sehr einfache Bilder verwendet und einfach in das Bild gelegt. Und die Kamera filmt eigentlich von oben und dazu wird einfach ein Text gesprochen. Und das ist einfach, um das Gesprochene visuell zu hinterlegen mit sehr anschaulichen Grafiken. Ist oft netter und hat daher oft mehr Wirkung, als wenn Sie nur den Sprecher oder die Sprecherin sehen. Ja, dann natürlich die Klassiker sind also die Möglichkeiten einer Tafel- oder Whiteboard-Anschrift. Sie können natürlich jetzt eigentlich hergehen und ich drehe mich hier um, schreibe auf die Tafel und gleichzeitig beim Schreiben werde ich abgefilmt. Das ist der Klassiker, hat eigentlich einen enormen Erstellungsaufwand, weil Sie brauchen in der Regel eine Person, die natürlich die Kamera führt, durch das, dass ich natürlich sehr beweglich bin auf dieser Seite. Sie haben vielleicht das auch mit Tonschwierigkeiten und dann ist also auch immer das Zoomen natürlich ein Problem oder auch meine Schrift auf der Tafel. Das heißt also, Tafel- und Whiteboard-Anschrift wird also heute nicht mehr so gerne verwendet, eher dann, wenn man das Gefühl hat, ja, da braucht es jetzt also so richtig die Idee, dass der Professor das so an die Tafel schreibt und entwickelt. Manchmal ist es halt einfacher, wenn Personen natürlich technisch jetzt nicht mit einem Tablet umgehen können. Ja, Klassiker ist auch Vortrag vor der Webkamera oder vor der Kamera generell. Das heißt, ich stelle mir irgendwo vor mir eine Kamera hin, bin dann großflächig oben und erkläre ganz was Kurzes. Das wird heute... Man muss nicht aufpassen, weil die Person natürlich, Sie können, also immer wieder müssen Sie in der Kamera bleiben, wenn Sie keine zweite Person haben zum Filmen, dann müssen Sie sich sehr statisch verhalten. Wird heute immer mehr verwendet, zum Beispiel, also wenn Sie kurz Ihnen etwas einfällt, also kurze Videos, also wie in einer Art Selfie-Modus, wo Sie dann sehr schnell an Ihre Studierenden und Schüler und Schülerinnen also hier etwas abgeben können. Klassiker ist natürlich Reportage, ein Dokumentarfilm, das heißt also, dass man sehr klassisch hier arbeitet, kann man uns die Studioaufzeichnung. Also die Studioaufzeichnung ist im Prinzip das, was wir hier machen. Das heißt also, es gibt also vielleicht sogar so etwas wie ein Greenscreen und im Greenscreen im Hintergrund kann man Dinge einblenden, Picture in Picture zu machen, das merken Sie also hier immer wieder und grundsätzlich also quasi in einem Studio tatsächlich den Unterricht und die Unterrichtseinheit produzieren. Natürlich gibt es die Möglichkeiten von Aufzeichnungen aus Live-Vorträgen oder auch Webkonferenzen. Das heißt, das sind meistens auch Programme, die entweder sind es irgendwo fixe Kameras oder irgendeine Software, die im Prinzip das mitschneidet und also eigentlich eine Aufzeichnung macht. Nachteil von Aufzeichnungen ist, also es sind natürlich oft sehr schwierig in der Nachbearbeitung, wenn die Hintergrundgeräusche sehr groß sind. Und natürlich ist auch hier der Schnitt sehr schwierig, weil das ja im Prinzip ein Live-Vortrag war.
Natürlich können Sie auch die Machart einer Animation, eines Trickfilms verwenden. Das ist natürlich schon sehr aufwendig. Das heißt, Sie animieren natürlich das entsprechende Video mit verschiedensten Comicfiguren oder zeichnen das vielleicht auch selbst oder nehmen halt sogenannte Slow-Motion-Picture, das heißt also Bild für Bild auf und machen dann also 30 Bilder die Sekunde, damit sie also einen Trickfilm bekommen. Also hier wird es dann schon sehr aufwendig natürlich in der Machart, aber natürlich ist vielleicht die Wirkung entsprechend groß. Ein auch sehr einfache Machart und oft verwendet bei Lernvideos ist das Interview. Das Interview von einer Person mit einer Experten und einer Expertin macht das Ganze ein bisschen belebter und interaktiver, als wenn man nur so einen Vortrag natürlich hat. Und also hier sind also immer zwei Personen oder auch mehrere beteiligt. Ja, und dann der Klassiker zum Schluss wäre natürlich der Blockbuster. Blockbuster, darunter verstehen wir, sie haben tatsächlich also ein Schauspielerteam, einen Drehort und produzieren tatsächlich so, also wie man sich das so schön in Hollywood vorstellt, mit verschiedensten Animationen, Hintergründen und nach einem Drehbuch mit Schauspielern tatsächlich ein Lernvideo. Das kommt natürlich vergleichsweise selten zum Einsatz, einfach weil der Aufwand sehr groß ist und natürlich also auch die Kosten damit steigen und das wird also dann wirklich tatsächlich also die Situation produziert, also mit Schauspielern und Schauspielerinnen. Und die letzte Machart, die ich Ihnen noch vorstellen will, ist also etwas, das sehr neu ist. Das sind 360-Grad-Videos. 360-Grad-Videos ist eigentlich also ein Video, müssen Sie sich vorstellen, wo Sie also 360 Grad aufnehmen und plötzlich etwas anderes beginnt. Das heißt also nicht mehr der Kameramann bestimmt die Perspektive, die Sie sich anschauen, sondern Sie als Zuschauer oder Zuschauerin können sagen, ich schaue mir das Video aus der Perspektive an, aus der ich es jetzt gern sehen möchte. Das eignet sich wahnsinnig toll natürlich für Sport im Prinzip, weil man Perspektiven einnehmen kann, die man vorher nie eingenommen hat. Klettern, wie sie wollen, oder auch gibt den großen Beispiel also des ORFs, wo man das Hanenkannrennen quasi sich anschauen kann aus der Perspektive des Sportlers und also auch also wie es von hinten ausschaut und so weiter und so fort. Also kompletter Perspektivenwechsel macht also dort Sinn, wo man sagt, es macht wirklich Sinn, das aus verschiedensten Perspektiven zu betrachten und also eben dem Zuschauer oder Zuschauerin die Möglichkeit zu geben, diese zu wechseln. Ja, das waren also in aller Kürze also die möglichen Macharten bei Videos.